Hallo, hier ist die Anja und du hast gerade schon gesehen, ich habe heute wieder eine tolle Bastelidee für dich, nämlich diese Mini-Springwürfel und das Ganze verpackt in einem Umschlag. Ich habe schon mal ein Video zum Thema Springwürfel gemacht, das war ein Weihnachtsvideo und die Würfel waren in einer Box verpackt. Diesmal ist das Prinzip das gleiche, nur dass ich jetzt die Kantenlänge ein bisschen verkürzt habe. In dem ersten Video waren das 5 cm Würfel und hier haben wir eine Kantenlänge von 4 cm. Und das Besondere ist diesmal auch die Verpackung. Das ist nämlich hier eine Art Umschlag und keine Box. Und den Umschlag habe ich gemacht mit dem Envelope Punchboard. Speziell hier diese Lasche, mit der das Ganze verschlossen wird. Aber keine Sorge, wenn du das Envelope Punchboard nicht hast, zeige ich dir auch eine Alternative und erkläre dir, wie du das ohne das Board machen kannst. Mit Board ist es natürlich ein bisschen einfacher. Bei den Würfeln kannst du bei dieser Größe aus einem DIN A4 Bogen 2 Würfel zuschneiden. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall 2 Stück Farbkarton, 12 mal 9 cm. Und dann brauchen wir für den Mechanismus innen in dem Würfel nochmal etwas. Das sieht ungefähr so aus. Das hatte ich in dem anderen Video mit einer Karteireiterstanze gemacht. Diesmal machen wir das einfach aus einem Stück Farbkarton. Und der muss dann in diesem Fall 6 cm lang sein und 2,5 cm breit. Ja, ansonsten brauchst du für die Würfel natürlich noch ein bisschen Designerpapier, Quadrate, um das Ganze hier zu dekorieren. Du kannst natürlich noch mehr drauf machen, irgendwelche Sprüche oder Motive dann auf die Würfel drauf. Und den Umschlag, den kannst du dir natürlich auch ganz unterschiedlich gestalten. Da werde ich gar nicht so sehr hier auf diese Stempel eingehen, sondern nur, wie du diesen Umschlag gestalten kannst und dann, wie man auch die Würfel am besten hier in den Umschlag reinpackt, damit du dann auch den tollen Springeffekt hast, den ich dir ja am Anfang gezeigt habe. Also, dann fangen wir einfach mal an. Beide Teile des Springwürfels werden genau identisch gemacht und dieses Stück Farbkarton müssen wir jetzt falzen. Und zwar ist es egal, ob du von der langen oder von der kurzen Seite anfängst, das gilt für beide Seiten. Wir müssen es einmal bei 4 und einmal bei 8 cm falzen, sodass du dann hier deine 4 cm Quadrate bekommst. Und das Ganze muss jetzt noch ein bisschen eingeschnitten werden und wir müssen auch noch was abschneiden. Aber zuerst mit der Schere. Einmal hier unten, wo nochmal diese schmalen Abschnitte sind, da jetzt an diesen beiden Falzkanten einschneiden. Keine Sorge, ich zeige dir auch nochmal das fertig zugeschnittene Teil. Und zwar schneiden wir jetzt hier bis zu dieser Querfalz. Und dann schneiden wir etwas versetzt zu dieser Querfalz, sodass dann eine Klebelasche entsteht, nochmal hier ein. Und das gleiche auch dann von der anderen Seite. Die Klebelaschen ein bisschen schräg zuschneiden, damit sich nachher beim Zusammenkleben nichts verhakt. Und du siehst, hier unten haben wir auch automatisch dann noch eine Klebelasche. Die schneiden wir natürlich auch schräg zu. Und wenn du das jetzt hast, müssen wir nochmal mit dem Papierschneider was machen. Und zwar hier von dieser Falzlinie diagonal rüber zum Ende und das gleiche auch auf dieser Seite. Das heißt, wir schneiden eine ganze Menge weg, aber das passt schon alles und es ist auch richtig, damit dann unser Springwürfel entsteht. Ich lege das hier über meine Rille und wenn das gut ausgerichtet ist, dann halte ich es fest, klappe mein Lineal runter und dann schneide ich hier einfach durch. Das gleiche, wie gesagt, auch auf der anderen Seite.
Und jetzt machen wir uns nochmal zwei Falzlinien. Und zwar genau von diesem Punkt aus teilen wir dieses Dreieck nochmal in genau zwei gleiche Dreiecke. Auch das wieder auf beiden Seiten. Ich richte das hier an meinem Papierschneider an so einer Linie aus und gucke dann hier, wo man so ein bisschen was sehen kann. Du kannst auch gerne schon das rüberklappen und dann hast du genau die Spitze. Legst es jetzt hier an dieser Linie an und jetzt wieder darauf achten, dass du nicht die Schneide, sondern die Falzklinge hast. Und dann kannst du hier einfach mal drüber fahren. Und das gleiche dann auch nochmal hier. Dann lege ich es jetzt von unten an die Linie an, damit es gerade ist. Und hier oben die Spitze und nochmal mit der Falzklinge drüber fahren. Und so hast du jetzt dein erstes Würfelteil. Kannst auch schon alle Linien umknicken, in beide Richtungen am besten, damit sich das dann nachher schön bewegen lässt. Und das machen wir jetzt auch noch mit dem zweiten Teil. Dann schneiden wir uns direkt auch noch das Designerpapier zu. Dafür brauchen wir 6x Quadrate mit einer Kantenlänge von 3,5 cm. Und zwei von diesen Quadraten müssen wir jetzt nochmal in vier gleich große Dreiecke schneiden. Das heißt, wir schneiden das einmal diagonal durch und die beiden Dreiecke dann auch nochmal genau in der Mitte teilen. Bevor wir jetzt unseren Springwürfel zusammenbauen, bekleben wir ihn erstmal mit dem Designerpapier, denn jetzt können wir noch gut überall drankommen und das schön aufkleben und nachher beim fertigen Würfel wird das ein bisschen schwieriger. Wenn du die Dreiecke aufklebst, dann sollten die hier direkt an den Rand anstoßen und auch direkt an die Falzlinie, also nicht jetzt hier überall gleichen Abstand halten, sondern hier direkt rangehen und auch hier an den Rand, weil hier soll ja dann das zweite Teil von dem Würfel dran stoßen und da brauchen wir keine Lücke. Bisschen schwierig ist es bei den Dreiecken hier, richtig mit Kleber reinzugehen. Wenn du zu viel machst, dann quillt es natürlich an der Seite raus. Also da muss man so ein bisschen den goldenen Mittelweg finden, weil wenn kein Kleber drunter ist, dann stehen die Ecken auch sehr schnell ab und gehen kaputt. Aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kriegt man das schon ganz gut hin. Eine kleine Lücke entsteht hier an der Falzkante, sonst würde sich das Papier dann auch wellen, wenn man hier die Lasche umknickt, aber eben nicht so einen großen Abstand, wie wir am Rande haben. Das gleiche mache ich jetzt noch mit dem zweiten Teil. Gut, und die beiden können wir jetzt schon aneinander kleben. Ich gucke nochmal, dass ich jetzt auch hier schon alles gut gefalzt habe. Lieber nochmal drüber gehen. Du kannst auch das Falzbein dazu nehmen und dann richtig gut ausstreichen. So, und hier haben wir das ja auch schon gemacht. Und dann kann ich beides zusammenkleben und zwar hier an dieser Lasche einfach so direkt untereinander kleben. Das muss möglichst gerade sein, weil sonst unser Würfel nicht so richtig gut wird. Und vor allem muss es auch festkleben, sonst reißt uns das Ganze auseinander durch den Druck von dem Gummiband.
ist da schon eine ganz schöne Belastung drauf auf dem gesamten Würfel. Deswegen müssen wir da sehr sorgfältig kleben. Ja, dann kommen wir jetzt auf die Innenseite des Würfels und müssen da unsere beiden Laschen für das Gummiband einkleben. Die sind auch extra stabil aus Farbkarton, den wir jetzt auch noch doppelt kleben. Aber vorher machen wir uns in beide Stücke erst noch ein Loch rein, durch das dann das Gummiband durch kann. Und jetzt je nachdem, wo du dieses Loch platzierst, hat es dann natürlich Auswirkungen auf die Länge des Gummibandes. Ich mache das jetzt mal einigermaßen in der Mitte und das Loch auch nicht zu klein, sonst fädel ich da ewig mit dem Gummiband rum. Im Prinzip ist es aber egal, wie groß das Loch ist, nicht zu groß, dann destabilisiert das wieder den Farbkarton, aber sowas in dieser Größe, das sollte in Ordnung sein. Wenn du einen Gummiring hast, musst du jetzt das Ganze hier nochmal an der Seite einschneiden, damit du den Gummiring dann da einfädeln kannst. Wenn du ein Gummiband hast, kannst du das durchfädeln und dann erst zusammenknoten und dann das Ganze einkleben. Ich mache das aber jetzt hier mit dem Schnitt, obwohl ich Gummiband habe, um dir zu zeigen, wie das Ganze dann funktioniert. So, jetzt kleben wir das Ganze zusammen, machen uns hier auf eins unseren Kleber drauf und drücken das dann fest zusammen, dass das gut hält. Das ist wirklich wichtig, dass das sehr stabil ist. Man hätte es natürlich auch erst kleben und dann durchschneiden können. Das ist im Prinzip egal. Und wenn du das dann so fertig hast, dann klebst du das in den Würfel ein. Und zwar an dieser Kante hier, an dieser Falzlinie. Und da genau drauf kommt unser Abschnitt, wo du hier auch nochmal diese Rille hast. Also so, dass du das genau hier über die Falzlinie aufklebst, damit das dann hier ein bisschen beweglich ist. Und auch da wieder schau, dass das richtig gut festgeklebt ist, damit da nichts abreißt durch den Druck des Gummibandes. So. Und das gleiche machen wir mit dem zweiten hier unten an dieser Falzlinie auch wieder genau drüber kleben. Und dann wäre der nächste Schritt unser Gummiband. Das ist jetzt wirklich auch ein bisschen ausprobieren, weil jedes Gummiband ein bisschen anders ist, ein bisschen mehr Zug entwickelt, dicker, dünner ist, was auch immer. Und je nach Größe des Würfels, der ja hier 4 cm ist, und Zug des Gummibandes, muss man dann ein bisschen testen, bis du das Gummiband genau so hast, dass der Würfel auch wirklich springt. Wenn du das Band oder den Gummiring zu lang hast, dann geht er nur so ganz gemütlich auf und es passiert nicht wirklich was. Wenn du das Band zu fest machst, dann kann es tatsächlich sein, dass dir das Ganze hier innen ausreißt, weil da die ganze Zeit der Druck drauf ist. Oder dass sich das Ganze verhakt. Also ein bisschen rumprobieren kann nicht schaden. Und da musst du etwas tüfteln möglicherweise. Vielleicht hast du ja auch Glück und es klappt genau mit den Maßen, die ich dir jetzt gebe. Ich habe mir nämlich gleich eine ganze Rolle Gummiband gekauft. Und das hat hier so einen Durchmesser, ich glaube, von 1 mm. Und davon messe ich mir 11 cm ab. Das habe ich für mich herausgefunden, dass das genau die richtige Länge ist. Und das knote ich jetzt zusammen. Das geht gerade noch so bei der Länge. Und
Und zieh das bis fast ans Ende. Also so viel guckt bei mir dann am Schluss noch oben raus. Kann man auch abschneiden, aber ich habe dann immer Angst, dass das hier rausflutscht und sich der Gummiring wieder auflöst. So, und das hat jetzt für meine Würfel die richtige Stärke. Und das kann ich jetzt hier einfädeln und dann auch noch auf die andere Seite. Und deswegen der Einschnitt, dass du da noch dran kommst. So. Wie gesagt, das brauchst du bei einem Gummiring, der schon fertig rund ist. Wenn du hier so ein Stück Gummiband hast, kannst du das auch durch die Löcher durchfädeln und dann hier zusammenknoten, was dann aber bei der Länge auch wieder sehr fummelig ist. Du hast ja gerade gesehen, auch ohne dass ich es schon hier durch die Löcher durch hatte, war das schwierig, da noch einen Knoten reinzukriegen. Also teste einfach mal aus, was für dich am besten funktioniert. Und jetzt können wir den Springwürfel endgültig zusammenkleben, und zwar Stück für Stück machen wir erstmal die Seiten vielleicht. Das heißt, da kommt jetzt auch wieder auf jede Klebelasche kommt Kleber drauf, und dann kleben wir das hier so fest. Das Ganze auch auf der anderen Seite. Also ich würde tatsächlich erstmal die Seitenteile machen und erst zum Schluss hier die beiden drumherum nochmal verbinden, weil dann kannst du den Würfel schon zusammenlegen und findest den richtigen Abstand für die letzte Klebelasche. Zeige ich dir gleich, was ich damit meine. So, hier jetzt gucken, dass du nicht aus Versehen eins von diesen beweglichen Teilen mit festklebst. Ist mir auch schon passiert. Konntest zum Glück reparieren und gerade noch wieder rausziehen. So. Und jetzt noch das letzte Seitenteil. Jetzt ein bisschen schwierig, das festzudrücken, aber du kannst jetzt auch hier schon das Ganze runterdrücken und dann kommst du da besser dran, dass das wirklich gut klebt. So. Und das machen wir jetzt so, dass wir Kleber drauf machen, das Ganze zusammenschieben. Und jetzt drücken wir den Würfel zusammen und dann können wir hier gut das Ganze festkleben. Augenblick warten, und wenn es fest ist, können wir direkt schon den ersten Test machen, ob er wirklich hochhüpft. Ich bin gespannt. Achtung. Gut. Noch ein bisschen zögerlich. Also das ist natürlich jetzt ein Hinweis, das Gummiband könnte noch ein bisschen fester gespannt sein. Aber manchmal braucht er noch ein paar Anläufe. Ups, und schon geht das besser. Das ist immer ein bisschen Glückssache, wie gut so ein Würfel springt. Und ich habe festgestellt, für meinen Umschlag, wenn ich da drei Würfel reinpacke, dann habe ich den besten Effekt, weil die sich gegenseitig noch ein bisschen unter Spannung bringen in diesem Umschlag. Und dann hüpft das Ganze am besten. Also ausprobieren gilt in jedem Fall. Und das macht ja auch einen Riesenspaß. Ja, der Würfel ist fertig und jetzt möchte ich dir noch zeigen, wie du diesen Umschlag machst. Das geht auch ganz schnell, weil ich nur auf den Umschlag und nicht auf die Deko eingehe. Das machst du ja wahrscheinlich sowieso ganz anders wie bei mir. Für den Umschlag habe ich mir Farbkarton in Flüsterweiß extra stark zugeschnitten auf 23 cm Länge, und in der Breite sind das dann 10,5 cm. Das müssen wir jetzt zweimal falzen, und zwar einmal bei 5 cm und dann nochmal bei 15 cm.
Und jetzt kommt endlich mal wieder das Envelope Punchboard zum Einsatz, das ich ja schon so lange habe und früher so viel damit gemacht habe, aber in letzter Zeit habe ich es so gut wie gar nicht mehr gebraucht. Aber für die Lasche von der Umschlagkarte ist das perfekt. Und zwar muss jetzt aufpassen, der größere Abschnitt von den beiden seitlichen, wenn ich das mal so halte, also hier dieser 5 cm Abschnitt, den stecke ich in das Envelope Punchboard ein. Und zwar so, dass der Rand hier bei dieser 1 Inch, also bei dieser 1 Markierung, das ist die erste Markierung, anliegt. Und dann einfach einmal stanzen, das Ganze auf die Rückseite drehen und von da aus genauso machen. Und da siehst du jetzt schon, das wird unsere Einstecklasche. Ein bisschen unsauber gestanzt wahrscheinlich, weil ich es schon so lange nicht mehr benutzt habe, ist ein bisschen beleidigt. Was wir jetzt noch machen müssen, ist hier dieses Stück jeweils wegschneiden. Das mache ich dann auch wieder mit dem Papierschneider. Ich lege mir das hier ein, dass ich mit dem tiefsten Punkt über der Rille bin. Und dann vorsichtig, nicht dass du zu weit schneidest, hier reingehen und das abziehen. Und das gleiche auch auf der anderen Seite. Dann ist das schon weg. Und wir müssen jetzt noch auf der anderen Seite einen Schlitz machen, wo wir dann diese Umschlaglasche einstecken. Diesen Schlitz machen wir in 2 cm Höhe. Das heißt, du schiebst jetzt hier das Ende der Karte bis zur 2 cm Markierung und dann geht der Schlitz von der 1 Inch Markierung auf unserem Lineal bis zur 3 1/16 Markierung, also der erste kleine Strich nach der 3, und da machst du deinen Schlitz. Das geht hier ganz gut, weil hier an der Schneideklinge eine Markierung dran ist. Am besten hebe ich das noch mal hoch und zeige dir das. Du gehst mit dieser Markierung ein auf die 3 1/16 Inch Markierung, lässt das Ganze da, hebst es vorsichtig hoch, damit es nicht verwackelt, legst dein Papier ein, gehst wieder runter und fährst dann vorsichtig bis zur 1 Inch Markierung. Wenn du das nicht genau triffst, ist nicht schlimm. Du kannst es mit der Schere ein bisschen nachschneiden oder nochmal einlegen. Und wenn du es ein bisschen zu breit machst, ist nicht schlimm. Dann ist eben der Schlitz ein bisschen breiter und die Lasche kann da trotzdem gut rein. Das einzige Problem ist, wenn du den Schlitz zu klein machst, dann kommst du eben nicht durch. Wenn du ihn zu groß machst, dann wäre einfach nur das Problem, dass es ein bisschen instabiler wird. Aber wir haben genügend Rand rechts und links, dass da nichts passieren sollte. Also nur Mut und dran an die Sache. Wenn du dich gar nicht traust, dann misst es mit einem Bleistift aus und mach das mit einem Cuttermesser oder was auch immer. Also, wenn du das Envelope Punchboard nicht hast, dann kannst du das natürlich auch von Hand zuschneiden. Du machst dir Markierungen, am besten mit Bleistift. Der Abstand hier sind 2,5 cm jeweils und die Tiefe der Lasche sind ungefähr 1,5 cm. Dann kannst du dir das hier als Ecken rausschneiden und vielleicht noch ein bisschen schön geschwungen schneiden. Ja, einfach, dass du eben hier auch so eine Lasche hast. Damit es jetzt noch ein bisschen schöner aussieht, kannst du noch deine Ecken abrunden. Hier auf dieser Seite mit dem Schlitz ist das ganz einfach. Da kannst du das hier ins Punchboard einstecken und stanzen. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen schwieriger, weil du durch diese Lasche nicht so richtig rankommst. Das stört hier ein bisschen. Am besten biegst du das etwas nach oben und drehst das Ganze auf die Rückseite, damit du siehst, ob du wirklich in der Ecke drin bist. Und dann wird es jetzt natürlich mit dem Stanzen ein bisschen schwierig, aber wenn man etwas Fantasie hat, dann kann man auch hier wunderbar die Ecke abrunden, ja, und dann mutig stanzen und so sieht das Ganze dann aus. Das war jetzt auch schon das Schwierigste an der ganzen Sache. Jetzt müssen wir das nur noch falzen und testen, ob unser Schlitz breit genug ist, dass das alles passt. Und natürlich
wenn dem so ist, die Karte noch ein bisschen dekorieren. Du siehst, das ist hier direkt schon ein bisschen vorgewölbt. Das ist auch gut so, weil die Würfel, die brauchen Platz. Und das ist dann da schon mal gegeben. Und die Lasche sollte eben, wenn du sie von Hand machst, nicht zu kurz sein, weil sich das, wenn die Würfel drin sind, noch ein bisschen auseinanderschiebt. Und wenn es zu kurz ist, dann geht das Ganze schon auf, allein durch den Druck der Würfel. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Damit bin ich fertig mit meiner Anleitung und ich hoffe, du hast jetzt eine Riesenlust bekommen, dir auch ein paar Springwürfel zu machen und die schön zu verpacken. Dann findest du alle Zutaten nochmal auf meinem Blog aufgelistet. Da kannst du dir das Ganze in Ruhe anschauen und dir deine Sachen zusammensuchen. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und ich freue mich natürlich auch immer über einen Daumen hoch. Und besonders über nette Kommentare. Dann sehen wir uns bald wieder mit der nächsten Bastelidee. Ich freue mich schon drauf. Tschüss, bis zum nächsten Mal.